الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Verdammt, guck auf die Straßen, sieh dir denn nicht das Blut? Ich find, wir Menschen leben heutzutage viel zu gut. Allein schon in Beirut, Menschen voller Hass und Wut. Schias gegen Sunnis, Kinder leben gegen Blut. Was macht den Unterschied? Liebt euch doch trotzdem, egal ob Schia oder Sunni, wir sind alles Moslems. Guck doch im Irak, anstatt die Hand zu geben, nehmen wir uns gegenseitig jeden Tag das Leben. Doch keiner will vergeben, beide Seiten sind zu stur. Vom tiefsten Herzen, bitte guck doch auf die Uhr. Sie läuft und sie läuft, irgendwann wird sie vergehen. Und wenn es dann zu spät ist, werdet ihr es erst verstehen. Doch konkret, dann ist es zu spät. Dann könnt ihr sicher sein, dass es keinem gut geht. Wollt ihr wirklich, dass die Juden über uns regieren? Wollt ihr wirklich, dass Amerika uns kontrolliert? 22 arabische Staaten werden es wohl schaffen, in Gottes Namen. Doch wenn's so bleibt, dann wird es nie passieren. Wir wollen den Krieg gewinnen, wir wollen ihn doch nicht verlieren. Allahu Akbar, Allah wird uns stärken in den Krieg. Allahu Akbar, Allah, er bringt uns den Sieg. Allahu Akbar, wir haben nur dir gedient. Allahu Akbar, Allah, bring uns den Sieg. Allahu Akbar, Allah wird uns stärken in den Krieg. Allahu Akbar, Allah, er bringt uns den Sieg. Allahu Akbar, wir haben nur dir gedient. Allahu Akbar, Allah, bringe uns den Sieg. Schiiten gegen Sunniten, Sunniten gegen Schiiten. Wir bekriegen uns, anstatt uns gegenseitig zu lieben. Ich verstehe das nicht, das ist doch nicht die Glaubensrichtung, die uns gegeben wurde mit Gottes Wort als Dichtung. Das Töten ist verboten, das steht auch im Koran. Und ihr tötet Gottes Diener, auch noch in Gottes Namen. Meine Brüder, da ist doch was nicht richtig. Ihr tötet von kleinen Kindern die Väter und seid glücklich. Was ist bloß los mit euch? Wer fordert euch dazu auf? Und Hezbollah sagt sogar schon, hört endlich damit auf. Merkt ihr nicht selber? Genau das will Amerika. Wir töten uns gegenseitig und werden weniger. Wir werden schäbiger, schwächer und haben gar keine Kraft. Im Paradies gibt es für solche Leute gar keinen Platz. Habt ihr denn gar keine Angst? Seid ihr nicht dankbar? Wir leben unser Leben doch alle für Allah.